Gut, meine lieben Leute, guten Abend. Wir sind auf, ich hoffe, die letzte Unterricht über die König Salomo Widersprüche. Ja? Heute wird eine Bombe, also eine theologische Bombe, eine großartige Bombe. Aber gibt es eine methodische Disput zwischen den Lehrenden? Muss man die Bombe von Anfang oder am Ende machen? Ja? Dass Diskussion immer passiert, auch in Musik, in Kultur. Ja, also du manchmal trifft eine Musikalben, dass die Bombe, die beste Lied ist, ist am Anfang, die Nummer 1. Und manchmal steht auf Nummer 10, 12, die letzte. Ja, also das muss man alles vorhören und da. Nun, was sagen Sie? Wo wollen Sie diese Bombe? Auf welchem Platz? Am Am Anfang. Ende. Am Anfang. Okay. Ich am Anfang. Dann gehen wir am Anfang. Gut, da ich nehme, okay, dann machen wir, wie die Publikum fragt. Okay. Dann eine Sekunde. Ja. Okay, dann wir machen am Anfang. Sie bekommen das Ganze mal. Okay, wir sind in die Frage, die Frau, ob sie gut ist oder die Böse. Nun, was sagen Sie? Sprüche Salomos 8, 22 und 9,9. Okay, die erste Grundstein. Okay, das ist eine Übersetzung auf Englisch. He who finds a wife has found happiness. Okay, die Frau ist gut. Happiness. Dann habe ich andere Übersetzung gefunden. Wer ein gutes Weib gefunden hat, ein Gut gefunden. Und Gnade erlangt vom Herrn. Der zweite Teil vom Satz interessiert uns wenig. Okay, Gnade erlangt vom Herrn. Wir konzentrieren uns auf den ersten Teil. Jetzt sage ich euch, dass diese Übersetzung, wer ein gutes Weib gefunden hat, ein Gut gefunden, das ist nicht richtige Übersetzung. Das heißt, sehen Sie die Gutes in die Klammern? Verstehen Sie das Ja. in den Kommentar? Verstehen Sie, dass es steht nicht im Original? Hat eine Frau gefunden, hat eine Gut gefunden. Es keine Kommentare, gute Frau, böse Frau, egal. Es ist egal. Hat eine Frau gefunden, das ist schon gut. Okay. Mit Schulabschluss, mit Uniabschluss, reiche Frau, arme Frau, blonde Frau, schwarze Frau, egal. Völlig egal. Rauchende Frau, trinkende, egal. Die Frau schon gut ist. Okay. Und nur diese Übersetzung, gute Frau. Ja? Nun klar, wenn es eine gute Frau ist, das ist gut. Was ist passiert mit einer bösen Frau? Das erzähle ich eine alte Witz. Das ist passiert, die steht in die Yeshiva-Kreuze. Kennen Sie, was ist Yeshiva? Das ist die Schule. Das ist eine jüdische Uni, Universität. Die ersten Universitäten wurden von wer geöffnet? Sind in Europa? Von den Mönchen. Von den katholischen Mönchen. Und woher haben sie die eine Idee erfunden, diese Mönche? Erste Universität in Europa. Welche Jahre das ist? Reden wir darüber? Das war in der Aufklärung, oder? 10., 11., 12. Jahrhundert? Und dann war es Etwa doch so? Frieden. Richtig, oder? Scheint her. Das Plus, war minus. wahrscheinlich in England, oder nein? Gibt es unter jede Uni in Italien, Frankreich, England sagt, wir sind der Erste. Ist morgen. Das ist legitim bei mir. Jeder ist es der Erste. Egal. Ja? Also, Sie sollen wissen, dass die katholischen Mönche haben nach Babylonien gefahren, damals. Ohne Ryanair, ohne Lufthansa, das ist eine Fahrt 3 Jahre hin und 6 Jahre zurück. Ja?
und haben Yeshivot gesehen. Yeshiva, es ist eine Masserziehung. Nicht einzelne, eine Sohn von den Reichen, sondern die Hunderte und die Tausende Leute, die lernen. Okay? Das ist Yeshiva. Auf dieses Vorbild von Yeshiva in Babylonien im 7., 8., 9. Jahrhundert, sie haben in dieser Form die erste Universität in Europa gegründet. Und egal wo, in England, in Frankreich oder Italien, es ist völlig egal. Jeder ist der Erste. Das ist ein berühmter Fakt. Kennen Sie? Jetzt kennen Sie mindestens. Okay? Also wieder, auch in der jüdischen Welt, es war manchmal eine Idee, dass eine Erziehung nur für ausgewählte Leute. Auch im Talmud steht so. Und dann kommen andere Weisen und rausschmeißen die Wachmann und öffnen die Türe für alle. Und dann Talmud sagt, es wurde 800 Safsalim, nicht Stühle, sondern die, wo die Leute sitzen, viele, viele Leute sitzen auf die Reihe, auf die Holz. Bänke. Ja, genau, 800 Bänke wurde hinzufügen. Also 800 Bänke, es ist was, 3, 5, 10.000 Schulen, verstehen Sie? So sagt die Talmud, okay? Und von dieser Geschichte, Yeshiva, Yeshivot, es ist Plural, Yeshiva ist ein Einzelner, es ist immer eine Masserziehung für Erwachsene. Ich habe in einer Yeshiva gelernt, wir waren auf meinem Jahr die größte Israels Yeshiva, wir wurden 2000 Leute, unterschiedliche Alter. Ich war 18 Jahre alt, ja? Okay? Also, und dann in diese Form, ja, die viele, viele Bänke und hunderte, tausende Leute, Studenten, Studierende, dann kommt Student und erst europäische Universitäten, egal wo. Also, jetzt zum Witz. Der Witz sagt Folgendes: Auf jedem Yeshiva, also auf jede, das Yeshiva ist eine jüdisch-religiöse Universität sozusagen, ja. Du sollst absolvieren als Rabbiner, du sollst als Nicht-Rabbiner, aber doch gelernte Person herauskommen, ja. Also ich habe meine Yeshiva verlassen ohne Rabbiner sein. Ich habe später die Prüfungen absolviert. Es ist schon egal, es ist schon Kleinigkeiten. Im Kurz gibt es immer die Leute, die in solche Gremium, solche Yeshiva, jüdische Universität, verheiraten sich ganz, ganz schnell. Und gibt es die Leute, die Jahre und Jahre, sie sind noch ledig. Und dann gibt es immer, kennen Sie die soziale Rolle in die Klasse, eine Schönheit in die Klasse, eine Hooligan die Klasse, eine Clown die Klasse, ja? Und so weiter. Also im Yeshiva gibt es noch eine Rolle, eine ewige ledige, die Yeshiva. Jemand, der ist schon, weiß nicht was, 30 Jahre alt und noch ledig, nicht verheiratet. Auf unserer Slang, wie ich weiß, heißt eine Alter. Ja, eine Opa. Die alle sind verheiratet, schon mit Kindern. Und er ist die Ältere von allen Jungen und noch nicht verheiratet. Sie verstehen, es ist keine gute Zeichen. Es ist ein böser Name. Nicht 100% böse, gibt es ein Problem. Eine Problematikkeit. Verstehen Sie? Wie nehmen Sie 200 Jahre alt eine, weiß nicht, weiß, eine junge Frau, die 20 Jahre alt ist und nicht verheiratet? Hat schon. Sie ist kaputt. Ja, sie ist eine Alte. Also im Kurs, eine Alter ist es jemand, der sucht und befindet nicht eine Frau. Dann, der Witz spricht Folgendes. Kommen die Mitschüler, Studenten, Mischewa, zu meinem Alter. Alter normalerweise sitzt hinter. Ja, er ist Alter relativ, also dann 30. Bei uns war jemand fast 30 Jahre alt. Wir hatten auch jemand solche. Ja, also er weiß viel, aber will sich nicht vor die Leute stellen, weil er trägt keine Probleme. Er ist nicht verheiratet, keine Frau. Deswegen er quasi sich hinterstellt. Okay? Also dieser Alter immer sitzt am Ende des Saals.
Okay, und dann kommen die Mitschüler schon an die komische Situation, kommen zum solchen Alter und fragen: Sagst du, warum bist du nicht verheiratet bis heute? Und dann der Alte beantwortet mit talmudischer Logik: Was wollen Sie? Wir haben zwei Möglichkeiten. Ob die zukünftige Frau wird gut oder böse. Wenn die Frau ist gut, dann ist es in Ordnung zum Warten. Zum guten Frau muss man warten. Und wenn die Frau wird böse, noch besser warten. Okay? Also, egal was, er hat recht. Er ist nicht verheiratet. Ja? Aber egal, ob Frau wird gut, und das ist klassisch jüdischer Witz. Okay? Egal, ob Frau wird gut oder böse, muss man warten. Also, er so verteidigt seine familiäre, keine familiäre, noch keine Statut. Okay, aber das ist nicht, was der Satz sagt. Also, wer ein Weib gefunden, ohne Gutes, Gutes steht nicht in dem Text, hat ein Gut gefunden. Okay, was haben wir gelernt? Dass erstens muss man die Weib, eine Frau, befinden. Es ist nicht steht auf jeder Ecke, auf jeder Straße. Muss man bemühen. Das heißt, die passende Frau, ja, die passende Mann, muss man bemühen und befinden. Richtig, oder? Der Verb gefunden, ja, also hat man bemüht und gefunden. Und dann, es ist schon erschlossen, Matzatov hat ein Gut gefunden. Es steht natürlich auf die Verständnis vom Torah, das muss man die Vater und eigene Mutter und Vater verlassen, ja, und mit Frau sich vereinigen. Kennen Sie diesen Satz vom Torah? Das ist Ja. zweite Kapitel 2 von Bereshit, ja, von Genesis, Kapitel 2. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Zitat vom Torah. Okay? Also, das heißt, es ist eine deutliche Realität, die König Salomo sagt: Die Frau ist gut. Noch besser mit einer Verbindung mit dem Mann, also eine Familie. Ja? Das heißt, kann man verstehen von dem Satz, die Weib, die Frau ist unabhängig gut ist, aber noch besser, wenn eine passende Mann, eine passende Frau befindet sich, ja? Und dann sie können beide, was sie wollen, tun, rauchen, trinken, rausflügen, alles, was sie wollen. Beide, aber zusammen. Weil sie passen jemand zum anderen. Okay, das ist eine Situation. Jetzt lesen wir aber 7,62. Auch fand ich bitterer als dem Tod das Weib. Welch eine Falle ist. Ihr Herz, sie ist Netze, ihre Hände Bande. Wer Gott gefällig ist, entrinnt hier. Aber der Sünde wird gefangen in ihr. No, was sagen Sie? Das Genau. ist die Bombe. Das ist die Bombe, oder? Das ist das Zum exakte ersten Satz Gegenteil. wissen wir verstanden, aber wie kann das sein, die zweite? Was ist dieses, was? Chauvinismus, so sagt man heute, Chauvinismus. Oder? Und da, so sagt der Mann, der hatte wie viele Frauen? Ich habe 700 Kebsweiber alleine. Ich denke 300 Frauen, ne? 300 offizielle Frauen Nur 700. und Die dieses Leben 700 fest. Nebenfrauen sozusagen. Also 1000 Frauen nur offiziell bestätigt sozusagen. Und wer weiß noch? Erstens, bevor wir erklären diesen zweiten Satz, passen Sie auf, dass wir lernen, welches Buch. Erinnern Sie mich bitte? Prediger Kuhlit. Ja, und das ist Sprüche Salomo. Kennen Sie? Das ist ein anderes Buch. Aber wieder.
Sie müssen verstehen, dass es die gleiche Mensch, König Salomo. Und sie müssen verstehen, dass Judentum nimmt alles auf integrale Gründe. Wir vereinigen die Dinge, nicht verteilen. Verstehen Sie? Also für uns stört nicht, das ist die einzelne Zitat, Matzah Isha Matzah Tov, ja, wer ein Weib gefunden hat, ein Gut gefunden, die gehört nicht zum Ekklesiastes-Buch, sondern zum einen Werk König Salomo, Sprüche Salomos, Mishlei auf Hebräisch. Aber für uns ist es egal, verstehen Sie? Weil wir glauben, dass es die Mensch, wir wissen tatsächlich, es ist der gleiche Mensch. Wir vermuten, wir sind sicher, er hatte einige Systeme, gläubige Systeme auf jede Dinge der Welt, auch über die Frau, verstehen Sie? Und uns stört nicht überhaupt, dass es dieses spezifische Zitat steht im anderen Buch. Wäre das vom anderen Mensch, das ist schon andere Geschichte. Andere Prophet zum Beispiel. Aber nee, es steht beide, dass diese Werke von dem gleichen Mensch. Und deswegen, ich habe einen Anfang, erinnern Sie euch, ich habe erzählt, dass Lied der Lieder, Sprüche Salomos, Ekklesiastes, ja, also wie viele diskutieren, die Talmud schon diskutiert, was war das erste Werk, was war die letzte, welche Verbindung trägen diese drei Werke zwischen den anderen. Ja? Aber für uns wichtig, dass unsere Wahrnehmung die Frau. Wie kann solcher Mann wie König Salomo, sagte, so drastische Widerspruch? Verstehen Sie? Das ist die schärfste Widerspruch, die können wir uns befinden. Zwischen alle. Und noch so kritische Themen wie Frau. Wenn wir sagen zum Beispiel, weiß nicht was, Weisheit, gibt es viele dumme Leute in der Welt und dieses Thema überhaupt betrifft sie nicht. Okay, Weisheit ist gut, Weisheit ist böse. Wir mögen uns essen, Bier trinken und Fußball. Das war's. Das ist unser Leben und es ist perfekt. Ja. Also, aber die Frau, was jeder zweite Mensch in der Welt, das ist eine kritische Thema. Das betrifft jemanden. Jeder von uns. Jeder hat eine Mutter, eine Schwester, eine Frau, eine Freundin. Verstehen Sie? Das ist eine sehr, sehr, es ist eine wichtigste, eine kritische Thema. Die einzelnen Themen, das habe ich gesprochen, sind theoretisch. Reichtum. Viele Leute können Reichtum nicht erreichen. Dann ist es eine interessante akademische Diskussion, ob Reichtum gut ist oder trägt gewisse Nachteile oder gewisse Gefährdung. Wenn es etwa theoretisch, kann ich diskutieren ohne Ende. Es betrifft mich nicht. Ja? Aber wenn es ist etwa praktisch, dann ist es etwa ganz, ganz nah für uns. Ja? Und was ist das Ergebnis? Was ist das Resultat? Was ist der Schluss, Zusammenfassung? Die Frau ist gut oder böse? Verstehen Sie? Verstehen Sie die Problemlichkeit? Das heißt, dieser Widerspruch ist der schärfste Widerspruch von allen. Es ist, passen Sie auf, es ist 10. Ja? Thema Nummer 10. Wir haben uns am 7 gestorben, letztes Mal, oder? Haben am 7 geredet. Es ist 8. Wir sind am 7 über die Grimm. Erinnern Sie euch? Ja, genau. Moment. Freude und Trauer. Und dann. Zorn, Wut, Gram. Ja, wir haben geredet einmal über die harte Gesicht. Ja, dass es nicht unbedingt böse ist. Es ist genau, was hat nichts beim König David. Ja, er niemals hat gefragt, hart seine eigene Söhne, warum hast du so getan? Ihm die Meinung etwa böse, etwa nicht gut. Ja? Ich bin kein König David, aber ich habe meinen Sohn gefragt, warum hast du diese Note bekommen in deiner Schule?
Was ist das? Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Ich bin nicht einverstanden. Also, du sollst verbessern. Ja? Ich akzeptiere das nicht. Das kann nicht sein. Und so weiter und so fort. Ja? Also, das ist ein gewisses hartes Gesicht. Ja? Methodisch. Ich habe gesagt, ja, wir sind nicht ärgerlich wirklich, aber muss man nicht tolerieren, solche, ja? Solche Noten. Okay. Also, wir haben wieder noch Themen. Die Weisheit, positiv oder negativ. Ja, das haben wir noch nicht gelernt. Ja? Belohnung gegen Vergeltung, also das Schicksal, die Gottesführung, die Welt, das ist ein gutes, interessantes Thema. Aber wieder, das ist ein theoretisches Thema, die viele Leute nachdenken, nicht so viel. Aber die Frau, verstehen Sie, so zentrale, so rote, so heiße, in welchem Sinn? Alle Superlative, die Sie können, erzählen mich, sie gehören zu, die Frau. Das ist eine, wirklich eine gute Frage. Ja, also nur um sagen, dass, okay, dass jetzt Sie verstehen, dass wer ein gutes Weib gefunden, ist schon eine Probe zum Beantworten für die Frage. Weil es ist nicht Rabbiner Biberfeld, ja, weil er hatte keine deutsche Übersetzung, deswegen ist es Englisch. Es ist eine Probe zum Beantworten, dir Widerspruch. Fand ich bitterer als den Tod das Weib. Das heißt, das ist diese Gute, das ist gehört zum Herrn. Weil jemand, der hat übersetzt das, er hat völlig bewusst, das gibt es einen Widerspruch. Dann, was sagt man? Es kann Widerspruch. Wer hat eine gute Frau gefunden, dann gut. Wenn eine böse Frau, das ist bittere von dem Tod, ja. Sie kann dich kaputt machen. Ich habe jetzt letzte Woche zu meiner Frau gegangen, genau wie von solchen Kreis. Sie ist nicht jüdische Frau von jüdischem Mann. Und sie hat so viel, viel geredet und sagte: Oh mein Gott, stopp. Ich bin bereit bezahlen, nur bitte schweigen. Ich kann das nicht tragen. Ja, okay, sie wusste nicht, sie hat weiter geredet. Ja. Ich habe das nicht gesagt, sie sagte das zu mir. Ja. Aber okay, es ist lächerlich, ja. Aber ich habe gedacht, wow, und sie hat einen Mann. Und er lebt mit dieser Frau 30 Jahre mit. Verstehen Sie? Humoristisch zu sagen. Okay, also es ist nur, erzählen euch, dass es ist super Widerspruch, der Widerspruch von König Salomo. Deswegen Talmud postuliert, dass als jemand hat geheiratet im Israel, im Land Israel, Talmud viel, viel mal steht gegen Land Israel, gegen Land Babylon. Die Juden sind unterschiedlich, die Weisen sind unterschiedlich, die Sprache war dort auch unterschiedlich, unterschiedlich Aramäisch, östlich Aramäisch gegen westlich Aramäisch. Also, und dann Talmud sagt, die Leute, die frisch gebackene Bräutigam, sie wurden gefragt, Matzah und Motzeh. Matzah, es ist der Satz, hat ein Gut gefunden, Matzah gefunden, Motzeh fand ich. Verstehen Sie? Also das, genau diese zwei Verse wurden beim Talmud abgekürzt um zwei Worte. Hat gefunden oder befinde. Ja? In anderen Worten, hast du Glück mit deiner Frau oder nicht? Es kann beides sein. Also, natürlich muss man mehr reden über diese zwei Sätze, aber wieder ist es nur, erzählen euch, dass dieser König Salomo mit seinen Sprüchen und mit seinen Beispielen und mit seinen klugen Worten ist überhaupt uneinfach. Uneinfach, überhaupt. Und diese ja, hat ein Gut gefunden und fand dich bitter als dem Tod. Das ist die schärfste Illustration zu seiner Klugheit und Problemigkeit gleichzeitig.
Ja, und bei 300 Frauen hat er wahrscheinlich auch eine reiche Auswahl von beiden. Nun ist eine Bombe oder nichts? Was sagen Sie? Ja, das ist ein ganz, ganz fetter Widerspruch, das ist richtig, ja. Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe, das bis heute viele Psychologen, Psychiater, viele Leute, viele Darsteller, viele Millionen und Milliarden Leute probieren die Antwort über diesen Widerspruch. Beantworten. Also das ist eine existierende, existenzielle Frage. Gibt Du es bist schon bei sich. tatsächlich gleiche Widersprüche wegen Männer? Oder nein? Ich Gibt's meine, auch, gibt's auch. aber nicht so Ja. stark, ja? Das ist in die diese zwei Sätze gehen in meine Aspekte, meinen Blick zum Familienleben, in meine Familie, meine Heirat. Der Mann als Mann auch steht unter die Lupe mit vielen Widersprüchen. Das ist genau Ekklesiastes, ja. Das gibt's auch. Aber im Aspekt als Familienmann irgendwie die Frau bezweifelt ist. Mindestens bei König Salomo. Das heißt, was ist die Alternative? Der hat an sich nichts. Ich denke, damals war keine solche Option in der damaligen Welt. Heute ja. Okay, das ist schon eine Probe zum Beantworten. Okay, ich leider muss hier jetzt stoppen. Also, ich hoffe, dass es war doch interessant, dieser Widerspruch. Das muss man wissen, es ist der berühmteste Widerspruch von König Salomo. Matzah o Motzeh. Hast du gefunden oder befindest du? Hast du eine gute Frau oder nicht? Nach deiner eigenen Schätzung. Okay. Das heißt, wir gehen uns weiter. Oh, Natalia hat geschrieben, Bologna, ich habe gesagt, Italien. Also, 11. Jahrhundert. Alles gut, ja. Die älteste Universität in Europa ist die Universität von Bologna. Ja. Aber wieder, sie haben alle Kopien, Copy-Paste von jüdischen Yeshivot. Lesen Sie die in Wikipedia. Es ist sehr, sehr bekannt. Sehr bekannte Idee. Gut, meine lieben Leute, die Fragen außer Frau. Das. Ich hätte eine Frage zu den Yeshivot. Da geht es ja darum auch, also da hat man doch einen Lernpartner, wenn ich das richtig verstehe. Und es geht darum, auch gemeinsam zu lernen. Also jetzt glaube ich, es geht weniger um einen Frontalunterricht, wie man eben in den europäischen Universitäten hat oder auch noch in den Schulen, sondern es ist eigentlich mehr ein eigenständiges Frage- und Antwortspiel. Oder wie Es wird gelehrt in den Yeshivot? geht beides. Ich hatte auch natürlich solche Chavruta, eine Chaver, eine Freund, eine Paare. Ja, das heißt tatsächlich, mit der Zeit, du hast gelernt, du bekommst eine Freunde zum ganzen Leben. Ich habe solche. Aber du hast im Yeshiva auch frontale Unterrichten, natürlich. Und Vorbereitung zum Unterricht oder Bearbeitung der Unterricht, du machst zu zweit. Okay? Also wir hatten uns einen frontalen Unterricht von sehr berühmter Bildung heutzutage in Israel, also eine Gruppe sozusagen, 30, 50 Personen. Und dann du hast einen Unterricht zum, das ist eine Gruppe, also wir waren 100 Menschen in meinem Jahr, meinem Kreis. Und dann ist es drei Gruppen. Und dann wir haben Unterricht zum ganzen Jahr, ja, die ganze 100. Und dann, du hast einen Unterricht zum ganzen Yeshiva. Also alle, auch die Ältere, ja, die hat keine Frau, noch quasi kleine Rabbiner. Und auch die Jüngste, wir sind, wie uns, 18 Jahre alt, alle sitzen zusammen, meine riesige Saal, und hören die gemeinsamen Unterricht. Okay? Also gibt es natürlich Frontalunterrichten. Gibt es Frontalunterrichten. Und das ist genau die Universität. Du hast eine Gruppe,
und dann eine Spezialisation, ja, und dann deinem Jahr und dann die ganze Uni. Das ist die Forum, ja, Auditorium. Die ganze. Alle Studenten versammeln sich, ja. Heute machen das in Amerika Leute am Stadion, ja, die ganze Uni. Es ist 20, 30.000 Leute in großer Universität kann sein. Ja, also natürlich gibt es die frontale Unterrichte. Aber es ist nicht wie in Schule, nur Klasse, eine Lehrer gegen die 30 Studierende. Überhaupt nicht. Es gibt solche Unterrichte auch, aber wieder die zentrale Idee, dass du bekommst Werkzeuge, sich weiter lernen nach Yeshiva. Ja? Ich bin schon jahrelang nicht im Yeshiva. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß, wo befindet man die Antwort, wie lernt man, okay, und so weiter und so fort. Ja, also es kann eine Idee alles unterrichten durch diese gewisse Jahre, aber doch eine Studierende, eine Jude geworden, die kann auch weiter allein schon leisten und schaffen und verstehen die schwierigsten Dinge nach dem Talmud Kabbalah, Zohar und so weiter. Also es ist alle Methode zusammen. Das heißt, die christlichen Menschen, sie haben rausgenommen nur die frontale Unterrichte, ja? Die Gruppe, die Jahr, die ganze, aber Jude, aber wieder, die haben die größte Idee genommen. Masserziehung, ja? Zum Hunderte und Tausende. Auch kostenlos oder mit kleinem Geld, dass auch die Arme können erreichen, die Wissenschaft. Das ist sehr, sehr wichtig. Gut, also, wenn so, dann. Habe schon auch eine Frage. Aber das ist wahrscheinlich eine philosophische Frage wegen König David. Sie haben gesagt, wir lesen das nicht, dass er eine Böse geäußert für seinen Sohn, ja? Das Aber ist das erste wahrscheinlich, Kapitel, ja, ich habe ihn ja, gelesen. aber wahrscheinlich er hat schon das geäußert, aber wir wissen denn darüber nicht. Das kann man auch sein. Ich meine, nicht alle Ereignisse stehen in der Bibel, richtig? Es Nicht ist ja, alle aber Geschichte doch, wissen wir genau. es kann theoretisch sagen Folgendes. Natürlich, die Heilige Schrift nicht erzählt alles. Theoretisch, das kann sein, was Sie vermuten. Aber praktisch ist es ungewöhnlich. Es kann nicht sein, wenn wieder die Propheten, sie sagen, das ist sein Problem. Er war zu gut mit seinen Kindern, kein hartes Gesicht. Also es kann sein, da dort er hat gesagt, aber nicht zu viel und nicht im kritischen Punkt, in die Zeit, wo seine Kinder groß geworden. Also tatsächlich, wir können vermuten, doch nein. Wenn Prophet den Heiligen Schriften beweisen, so ist die Realität, das ist die Realität. Es steht, er hat nie gesagt. Es steht nicht, er hat wenig gesagt. Er hat nie gesagt. Dann ist es doch etwa absolut. Also er hat doch nie gesagt, warum hast du so getan? Er war nur die gute Gesicht nach eigenen Kindern. Und das ist die Probleme. Mit Erziehung, du sollst auch manchmal scharf und kritisch sein. Und Nein sein und rote Linien stellen. Also, das heißt doch, wir nehmen diesen Satz, wie es ist. Alles klar. Das kann man schon aus anderen Texten auch rausfinden, ja, diese Info. Kann bestätigen, dass er Ja, nichts gesagt hat. genau. Gut, nächste Woche, ich bin mit Gottes Hilfe in Deschkowitz, also wir treffen uns in Magdeburg. Also ich fahre kurz nach Deschkowitz, einige Tage, und dann komme ich zurück nach Magdeburg. Und Sie kommen zu mir. Dann sehen wir uns in Magdeburg. Vielen Dank, dass wir kommen können. Ja, Gerne, danke. gerne, gerne. Gute Wir Reise machen und unsere, danke, wir machen unseren Unterricht zwischen uns am Schabbat. Das darf man. Wir gehen uns in Magdeburg Schabbat, eine schöne Stadt. Gibt es dort barocke Architektur, gibt es sowjetische Barocke, gibt es alles. Wir sehen uns. Ja, ja. Danke. Vielen Danke. Dank für heute auch. Alles Gute, liebe Leute. Alles Gute, gleichfalls. Danke. Ja, Alles Gute ciao. auch.